Hallo liebe Leute und willkommen zu einem kleinen Mini-Let's Play von Thief 4. Ja, es gibt ja, wenn man vorbestellt hat, eine kleine Mission, der Bankraub, wie ihr schon am Titel gesehen habt. Und ich dachte, den mache ich mit euch zusammen. Ich muss leider dazu sagen, es ist nicht mehr blind, was ich sehr schade finde. Ich habe es vorhin schon mal aufgenommen, blind. Es war die reinste Katastrophe, liebe Leute. Also wirklich, ich möchte gar nicht näher drauf eingehen, was Dummes passiert ist. Und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du es halt ohne Aufnahme, was soll's. Aber die Mission war echt ganz cool. Und ich dachte, das mache ich jetzt als kleines Mini-Let's Play. Ich hoffe, ihr freut euch darüber, so, weil ich weiß momentan echt nicht, was ich an Videos machen kann. Battlefield fehlt mir so die Lust, weil ich es viel zu viel privat spiele. Ich habe endlich meine KD insgesamt auf 3,1 bekommen, Alter. Das ist der absolute Oberhammer. Und das halt nur in Squad Deathmatch und so. Und das ist meiner Meinung nach gar nicht mal so schlecht. Da bin ich auch stolz drauf, das lasse ich mir von niemandem nehmen. So, aber genug Battlefield-Gerede. Thief ist angesagt. Ich sage euch schon mal jetzt, das werden, ich denke mal, 3 Parts werden. Weil das wird um die, ja, eine Dreiviertelstunde wird es auf jeden Fall sein. Und leider ist mir aufgefallen, ich weiß nicht warum, das ganze Spiel läuft eigentlich total flüssig. Nur diese Mission, aus welchem Grund auch immer, ruckelt irgendwie. Maschinen lassen sich nur schwer ablenken. Ich muss aufpassen. Genau, hier sind nämlich jetzt Kameras. Wir huschen hier wieder durch. Ich zeige euch jetzt so, ich spiele das genauso, wie ich es beim ersten Mal gemacht habe. Die Mission macht auf jeden Fall ordentlich Laune. Allerdings darf man sie erst nach der zweiten Hauptmission machen, weil einem sonst ein Gadget fehlt. Ohne dass man hier echt ordentlich Probleme hat. Und so beginnt es. Ich habe einen Zettel mit ein paar Zahlen gefunden. Könnte das die Tresor-Kombination sein? Was sonst? Ich hoffe, du hast ihn nicht liegen lassen. Natürlich nicht. Hab ihn in ein Schließfach gelegt. Welches? Weiß ich nicht mehr. Ich habe die Nummer in der Tasche. So, liebe Leute, ich spiele das natürlich auch genauso. Sie ist für die Sicherheit zuständig. Als hätte ich quasi keine Ahnung, wo ich hin muss und ich so weiter. Ich verhungere. So, die zwei netten Herren haben gerade über die Kombination vom Safe geredet. Ich bin froh, wenn das alles vorbei ist. Und dass er sie in einem Schließfach versteckt hält. So viel wissen wir also schon mal. Parfüm allein kann den Gestank der Stadt nicht überdecken. Ganz leise und vorsichtig nehmen wir den Leuten ihr Besitztum. Was ich auch machen werde, ich werde ab und zu immer mal ein bisschen zwischenspeichern, falls irgendwas Doofes passiert und wir die Mission nicht komplett von vorne starten müssen, weil ich glaube, da habt ihr auch nicht so Bock drauf, weil das wird, wie gesagt, jetzt über eine halbe Stunde auf jeden Fall dauern. Und wir sind wieder... Ich fange wieder an, anders zu reden. Hier läuft eine Wache. Die lassen wir einfach mal hier vorbeiziehen. Nehmen diesen Brief hier. Ich könnte jetzt einen Eimer Opium vertragen. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Ein Brieföffner. 3 Gold. Sehr schön. Okay, hier ist nichts mehr. Wieder ein Buch. Die Wache scheint noch da hinten zu sein. So, jetzt haben wir hier schon mal die pure Dunkelheit, was uns natürlich super hilft. So als Dieb, ne, ist das nicht schlecht, wenn es dunkel ist. Und es ist unfassbar bei dem Spiel, wie schnell die Zeit rumgeht. Das ist krass. Wir haben noch nichts gemacht und 5 Minuten sind schon wieder um. Hammer. So. Den flachen Mann nehmen wir natürlich mit. Was kommt als nächstes? Southry, der alte Direktor, soll kürzlich gestorben sein. Wirklich? Ich hab ihn immer gemacht. Er war deutlich nachsichtiger als Maunders. In diesem
Moment. So. Wir haben jetzt Folgendes. Der Bankraub. Ach, jetzt weiß man ja gar nicht, welches was ist. Oh nein, das dürft ihr alles noch gar nicht lesen. Wir haben... Nein. Nee. Ja, wo ist es denn? Hier, Erinnerung. So, wir wissen jetzt schon mal, es ist das Schließfach Nummer 7. Und das andere, was wir gefunden haben... Naja, das ist so eine Nebenaufgabe. Ich weiß jetzt gerade nicht, welches das ist. Hm. Wie war das denn? Wie dem auch sei, da kriegen wir halt gesagt, dass was in einer roten Vase versteckt ist. Meine Schwester hat die Schwermut. Schon mal gut zu wissen. Ein Jammer. Du kanntest meine Schwester nicht, oder? Was denkst du? Das ist eine Bank, oder? Ich sag dir was. Hätten wir nur ein paar mehr verlässliche Männer. Du liest einfach zu viele Krimis. Wenn dich jemand so reden hört, landest du ganz schnell am Galgen. Ich werde natürlich so, so gut wie es geht versuchen, viele Sachen zu holen. Es ist ja auch in meinem Interesse, da gibt ja alles Geld. Knacken mal dieses Schloss. Halskette, 15 Gold, sehr schön. Müssen wir natürlich aufpassen, nicht, dass die Wache hier gleich von hinten kommt und uns irgendwie erwischt. Was kommt als nächstes? Okay, hier ist nirgends was drin, das ist natürlich schlecht. Okay. So, da kommt die Wache. Wir speichern kurz wieder. Es tut mir leid, aber es ist halt wirklich doof, wenn man erwischt wird. Da muss man halt echt diese Mission von komplett vorne machen. Es ist ärgerlich. So. Und jetzt gehen wir runter. Und man kann wieder auf viele verschiedene Arten hier auch reinkommen in dieses ganze Gebäude. So müde. Wir gehen erstmal hier hinter. Hier, die klemme ich noch was. So, da vorne haben wir eine Kamera. Und hier war ich echt so lange im Überlegen. Und hier wirklich, Leute, wir waren schon im zweiten Part bei der anderen Aufnahme, weil ich einfach nicht gecheckt habe, was ich machen soll. Beziehungsweise, wie ich es machen soll eher. So, schleichen uns mal hier rein. Gehen kurz in den Schrank, damit wir einen schönen Zwischenspeicher haben. Falls irgendwas passieren sollte. Zack, können wir ab hier weitermachen. Dunkelheit ist unser Freund. Da unten liegt noch was. Aber hier patrouilliert auf jeden Fall jemand, meine ich. Das können wir uns auch eventuell noch später holen. So. Da wir den Schraubenzieher schon haben, den kriegt man nach der zweiten Mission. Da können wir nämlich durch diese Schächte durch. Ich glaube, das war aber schon im letzten Video der Fall. Und jetzt muss ich leider zwei Leute ausschalten. Ich weiß nicht, wie es gehen soll, dass man... Ich hätte eine Vermutung, wie es gehen soll, aber ja, ich will es jetzt nicht riskieren. Sie wäre an ihr vorbeizukommen, ist überhaupt gar kein Problem, aber da läuft halt noch jemand. Der wäre auch an sich nicht das Problem, aber wir müssen gleich ganz schnell durch eine Tür und das ist dann das Problem. Ich hoffe, ich krieg's jetzt hin. Ich weiß mich ehrlich gesagt schon wieder nicht mehr, wie ich es gemacht habe letztes Mal. Die arme Frau. Es tut mir ja wirklich leid. So. Ich glaube, man kann nämlich auch hier auf die Regale drauf. Wieso habe ich den jetzt so nicht ausgenommen? Stepp. Egal. Eine Loop, 10 Gold, nice. Nehmen wir mit. Wir nähern uns langsam. So, Kombination brauchen wir natürlich auch. Wo
ist denn der Typ jetzt eigentlich? Okay, der kommt jetzt wieder. Ich würde sagen, wir schnappen den jetzt. Die Stadt geht vor die Hunde. Ganz leise. Komm mit. Ja, viel Spaß. So. Schon mal alles super, alles mitnehmen. Hier, oh, können wir natürlich zwischenspeichern. Das machen wir direkt mal. Nicht, dass uns hier noch irgendein Malheur passiert. Okay, das nehmen wir auch noch mit. Eine Schublade haben wir noch. Leider nichts drin, schade. Gucken hier einmal durch. Ist hier noch was Wichtiges? Sieht nicht danach aus. Und leise, denn hier schläft eine Wache. Ist das nicht die Schwermut? Immer schön weiter schlafen. Wir sind gar nicht hier. Alles ist okay. Ich raub grad nicht die Bank los. So. Das war doch alles schon mal gar nicht mal so schlecht. Oh, guck mal hier. Noch eine Lupe. Also ihr seht wirklich, wir machen hier ordentlich Geld. Was natürlich cool ist. Wir haben schon einen Zettel auf... Ich erzähle das einfach. Wir haben jetzt einen Zettel, dass wir wissen, dass eine Kombinationszahl von zweiten Zahnrad ausgetauscht wurde. Also wissen wir da schon mal ein bisschen Bescheid. Ich riskiere es jetzt einfach, Leute. Seid leise. Okay. Es sieht gut aus. Der wird sich freuen, wenn er aufwacht. Okay, der Part ist fast vorbei, Leute. Aber dieses Schloss werden wir noch knacken. Wir liegen gut in der Zeit. Oh, ist das schwer zu knacken, Alter. Bloß keinen Fehler machen, sonst wird's laut. Okay, okay, okay. Got it. Boah, diese kleinen Ruckler. Ich weiß nicht, warum das so ist in dieser Mission. Der äußere Tresorraum. Wir sind nah. Und wir haben eine Kamera. Aber auch die soll kein Problem für uns darstellen. Wir huschen hier in den Gang, wo es schön dunkel ist. Und hier haben wir ordentlich was zu tun. Jetzt, liebe Leute, machen wir ordentlich Beute. So. Hier sehen wir auch schon, dass hier eine Zahl jeweils steht, dass es das 21. Schließfach ist. Und wie gesagt, wir brauchen das 7. von der Notiz. Damit wir wissen, wie die Kombination denn für den großen Tresorraum ist. Und damit meine ich jetzt nicht das Müsli. So. Das machen wir natürlich auch noch. Ja, die sind schon wieder ein bisschen einfacher zu knacken. Wunderbar. Die Kamera dürfte uns hier eigentlich nicht sehen. So. Flachmann und Nahrung zum Heilen natürlich. Auch immer gut gesehen. Oh yeah, Leute. So.
die Reihe machen wir hier noch fertig. Oder ich guck mal. Vielleicht noch bis zum Tresorraum und dann machen wir einen Cut aber. Oh, richtig schön viel Gold. Nice. Falls ihr euch jetzt fragt, ob man die Kameras nicht einfach ausschalten kann. Leute, das kann ich euch leider nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich wüsste nicht mit was, ob man sie einfach irgendwie anballern kann mit was. Ich möchte es auch ungern riskieren, muss ich dazu sagen. Falls ihr es wisst, schreibt es natürlich in die Kommentare. Freue ich mich drüber. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen noch bis zur großen Tür. Okay, hier ist gar nichts drin gewesen. Shit. Die Kamera schwenkt gerade um, das ist natürlich gut. Drehen es nochmal um. Okay, die Kamera guckt wieder her. Ich gehe jetzt lieber vorsichtshalber mal weg. Nicht, dass sie uns noch irgendwie doof einfängt. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier drin haben. 50 Goldhalskette. Nice. Und jetzt wird's lustig, liebe Leute. Zum Glück hatte ich das wirklich gesehen. Sonst ist man tierisch gearscht. Wo ist die Kamera? Okay. Leute, ganz wichtig. Ihr müsst hier hoch. Das ist überlebenswichtig, könnte man fast meinen. Denn hier denkt man eigentlich so, ja, was ist denn hier Tolles? Wenn wir diesen Blick mal aktivieren, sehen wir, oh, da ist ja ein Schalter. Wo führt denn dieses Teil lang? Zu ein paar richtig gemeinen Bodenfallen. Da wird man sofort mit Pfeilen beschossen, das macht so viel Schaden, Leute, ihr glaubt es nicht. Also brauchen wir nämlich den Drahtschneider dafür. Damit hier keine Spannung mehr drauf ist. Und somit können diese Platten nicht aktiviert werden. Ziemlich cool, hä? So, ich möchte eigentlich hier... Ja. Danke. Haben wir es doch geschafft. So, hier ist die 3. Bitte sehe mich nicht. Okay. Dann ist hier die 7. Genau. Und ich glaube, hier wird man aber heftigst gesehen. Das Licht hier können wir, glaube ich, nicht ausmachen. Okay, die Kamera dreht weg. Jetzt müssen wir uns beeilen. Oh, das hat Zeit gekostet. Okay. Okay, die Kamera hat komplett schon wieder rüber gedreht. Anscheinend können wir doch nicht gesehen werden. Aber lieber ein bisschen vorsichtig sein, anstatt dass wir hier gleich irgendwie doof erwischt werden, liebe Freunde. So. Hier haben wir die Kombination drinne. Alles ist super. Naja, noch nicht ganz. Hier ist natürlich noch Licht, das ist nicht gut. Licht ist nie gut für einen Dieb. Das Thema hatten wir schon. Wir nehmen stumpfe Pfeile. Und schießen einfach auf die Lichtschalter. Ganz billig eigentlich. Huschen hier in die Ecke. Finden noch was zum Einstellrad. Es gibt doch noch etwas Gutes in dieser Stadt. Den Duft eines geknackten Tresors zum Beispiel. So, liebe Leute. Jetzt gucken wir uns das eben an, was wir noch an Dokumenten haben. Der Bankraub. So. Notiz, Tresorraum, Eisenrad. Eines der Eisenräder macht mal wieder Zicken. Bitte sofort reparieren. Okay. So, 7, 8. Die letzte Ziffer ist unleserlich. Also 6, 8. Dann haben wir aber hier die Reparatur. Zweites Einstellrad des Tresorraums wie gewünscht repariert. Von 8 auf 3 geändert. Also haben wir 6, 3. Die letzte wissen wir nicht, was aber kein Problem logischerweise bei 3 Zahlen ist. Also machen wir 6, 3,
und raten einfach. Zum Glück konnte sie niemand auswendig. Perfekt. Und liebe Leute, was uns hier hinter erwartet, das sehen wir im nächsten Part, liebe Freunde. Also schaltet doch wieder ein, wenn es heißt, lass mal eine krasse Bank ausrauben, Freunde. Also bis dann. Tschüssen.